an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. War ich 5 Jahre. Fotografie ist ein Studium, auch sehr viel mit Bildern, bildmäßig zu denken. Und deshalb mit Büchern später, also in unserem Verlag, als Fotograf zu arbeiten, hat sehr gut gepasst. Verlagsarbeit in der Mongolei ist sehr viel Aufklärungsarbeit. Wir müssen sehr viel im Bildungsbereich arbeiten. Aufklärung heißt, etwas verständlicher machen, einfacher machen, Probleme erklären, Probleme lösen. Nur Bücher zu machen, das funktioniert nicht bei uns. Als Verlag zu arbeiten, muss man innovativ, gesellschaftlich kommunizieren. Lesungen machen, das sind ganz, ganz wichtige Arbeit, dass man das Gelesene zu verinnerlichen. Literatur ist für mich in erster Linie eine moralische Angelegenheit. Wer mehr liest, der kann mehr sehen, mehr fühlen, mehr wissen.